Okay, ich verstehe. Dann können wir loslegen. Ich habe selten so gute Laune gehabt. Rollt den roten Teppich aus für den großen Bastemoon! Als Kenner des ersten Sing-Teils war ich natürlich entzückt, als es irgendwann hieß, ich darf bei Sing, die Show deines Lebens, also dem zweiten Teil, mit dabei sein. Aber zuerst werden wir aus dem Fenster springen. Hey, Sing geht in die zweite Runde. Sing, die Show deines Lebens. Ich habe mich so gefreut. Oder sollte ich lieber sagen, Eure Majestät. Endlich mache ich mal einen Film, den meine Kinder sehen können, ohne mich zu ertragen. Du hast 3 Wochen, da will ich eine fertige Show sehen, okay? Nur keine Sorge. Das hoffe ich doch. Sonst schmeiße ich dich nämlich vom Dach. Im ersten Teil in Sing 1 wurde ja ein Theater gerettet. Also Bastemoon und die Allstars sind sozusagen, haben den Hit gelandet in ihrer kleinen Stadt. In Sing, die Show deines Lebens geht es für alle Tiere, die wir schon kennen, und für Bastemoon nach Las Vegas. Ich glaube, das ist der Traum aller Showstars, natürlich auf diesen großen Bühnen aufzutreten, diese Treppen runterzugehen. Die stellen da eine Show auf die Beine, die man sich nicht vorstellen kann. Und das muss man erstmal schaffen, von der Kleinstadt auf die ganz große Bühne international und dann noch mit den Knalltüten, die man halt noch aus der Kleinstadt mitgebracht hat. Die Bedingung, die ihnen dabei gestellt wird, ist, einen alten Star mit ins Ensemble zu holen. Da ist er, Clay Calloway. Calloway ist ein Rocker, der irgendwann mal aufgehört hat, auf eine Bühne zu gehen. Vermissen Sie die Musik gar nicht? Sie müssen es einfach wieder versuchen. Wir alle kennen ja Peter, ne? Er ist ganz, ganz speziell auch in seiner Stimme. Und ich finde, na klar, das passt natürlich zu Clay. Ihr wollt mich verarschen, oder? Wie er in diesen Lederklamotten ansteht und wie er anfängt, Gitarre zu spielen. Und ich mach dann immer die Augen zugemacht und hab mir dann so Peter vorgestellt und dachte so, ja, es passt doch eigentlich zu ihm. Als Synchronsprecher ist es halt nochmal so viel cooler, weil man nicht nur in eine andere menschliche Rolle schlüpft, sondern halt in alles Mögliche. Aber woher weiß ich, dass du kein Psycho bist? Ne? Vielleicht verarschst du mich nur. Dann kann man halt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie seine Stimme verstellen. Marco, wenn du bei so einer richtigen Show mitmachst, warum hast du dann keinen Choreografen? Was soll das? Ich wusste, du bist ein Psycho. Da kriegt man einfach Gänsehaut, schon nur, wenn man die Animation sieht. Ich finde, wenn das diese Höhen und Tiefen hat, ist der Film perfekt. Wehe, wenn nicht. Und man kann abrocken. Wake up! Wake up! Don't rush, put a little makeup! Make up! I just have to find a way to shake up! Doo doo! Why'd you leave the keys up on the table? The table! Ihr Ziel befindet sich rechts. Oh, rechts! Okidoki! Es ist ein gute Laune-Film, ist ein Film mit Herz, mit sensationellen Gags. Zehenspitzen, Zehenspitzen, wo sind deine Zehenspitzen? Wo sind deine Zehenspitzen? Kommt vorbei und habt Spaß. Es ist ein perfekter Familienfilm, finde ich.